Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von, ja ganz genau, Freunde, wir spielen eine Runde Dealers Live. Ihr hört es vielleicht, ich bin so ein bisschen nasal, aber soll uns heute nicht stören. Der Schnee ist weg und draußen, so wie in den Schlüppis, in den Kammern, ist es halt ein bisschen feucht und diesig. Und deswegen ziehen wir uns jetzt alle unsere trockene Dealerhose an. Und gehen da raus und oder erstmal gehen wir hier rein ins Lager und gucken, wo bin ich denn stehen geblieben überhaupt? Ich war ja ein bisschen abgelenkt, ne? Und so ist das Leben manchmal. Aber das darf uns nicht von guten Geschäften abhalten. Ja, das darf uns nicht von guten Geschäften abhalten. Und Michelle McFly möchte erstmal hier ordentlich ein schönes Buch kaufen. Ja, dann machen wir erstmal den Deal des Tages hier. Was? 36,5. 36,5 ist meine Oma und dann Achseln. So, nee, so machen wir es aber nicht. So, Zustand ist schrecklich, aber das ist eine echte hier, wie heißen die, Singer oder was? Keine Ahnung, meine Mutter hat auch so ein Ding in der Wohnung stehen. Da gibt's doch, wie heißen die denn? Ich weiß gar nicht, da gibt's irgendwie so eine tolle Marke, was irgendwie alte Leute neben irgendwelchen Porzellanpuppen meistens irgendwo in der Wohnung stehen haben. Ja, ach komm, ich will jetzt mal hier, Leute, ich brauche einen guten Deal. Ich brauche einen guten Deal. So, keine Ahnung, hier 300k. Komm, nimm mit 132. Was ist los mit den Leuten? Oh, hier, ist es nicht dieser Lego-Todesstern, den alle haben wollen? Aber er hat ein Laserauge. Er hat ein Laserauge. 18 ist dein Preis. Oh. Wenn die dann sagen, das ist großartig, habe ich echt immer Schiss. Ach, hier so ein gammeliges Buch mit Flecken. Was ist das für ein Buch? Wenn er. Oh Gott, das ist bestimmt irgendwie so ein. Kennt ihr diese Bahnhofs- oder Rastplatz-Drei-Groschen-Romane? Also früher, als ich jung war, vor ganz langer Zeit, da gab es die noch. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, hier. Ne? Brüste auf dem Boot. Ja, irgendwas. Meistens hat es was mit Brüsten und Kreuzfahrten zu tun. Kreuzfahrten sind ja prädestiniert für irgendwie irgendwelche Kabinen-Swinger, die sie dann irgendwie, ja, heute war ich in der Kabine 12 und dann war ich heute, gestern in Kabine 17 und jetzt ist irgendwie Kabinenkrieg. Der Kabinenkrieg der Liebe zum Beispiel, ja, so heißt wahrscheinlich mein erstes Sextape. So. Nee, kann ja nicht sein, dann wäre es ja schon das vierte. Okay, nein, Leute. Tut mir leid, es ist nur für den komödiantischen Ertrag. Ja? Wäre ich Witzeschreiber, gut, dann wäre ich pleite, aber das macht ja nichts. Wäre ich Witzeschreiber und würde gleichzeitig meine Witze kaufen, dann wäre ich zwar immer noch pleite, aber ich hätte was verdient. Wisst ihr, was ich meine? Ist nur dumm, weil man eine Umsatzsteuer zahlen muss für... Ja, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Aber da müssen wir alle gemeinsam durch. Ihr seid jetzt hier und ihr habt es jetzt gehört und ihr müsst damit langfristig leben. Ja, ihr habt eine Entscheidung getroffen und mit dieser Entscheidung... die kann ich euch nicht abnehmen. Ne? Ich biete euch nur die Plattform. Ich biete es euch nur an. Oh. Okay, 70.000 ist geil. Und er hat den alten Barwagen. Der ist authentisch. Okay, das ist schön. Ich könnte fast behaupten, dass mir das gefällt. Schlechter Zustand wird aber gerepaired. Repaired hier. Dann schätzt mal bitte dieses Buch. Ja, das sind alles... Ah, ne, hier, das ist so schrecklich. Komm, das reparieren wir mal. Es kostet ein paar Mark 5,80. Ne? Oh, Tattoos. Zwei Freunde hatten wir schon. Heureka. Wissenschaften entdecken, ja. Hatten wir schon. Stadtdrama. Ein Bürger sagte unserem Lokalreporter, ich war früher auch Journalist, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Das, Leute, Pfeil im Knie ist natürlich tot, ne? Das ist Pfeil im Knie. Schätzung liegt bei 53, Mr. Ananas. 87, was? 74. Oh, 65. Das gibt's ja nicht. Warum geben die mir kein Geld für meine Sachen? 16,2. Wo ist denn 16,2? Das sehe ich ja überhaupt nicht. Da bin ich ja gar nicht in der Nähe. 29,5. Ey, die Leute wollen nicht. Die Leute wollen nicht. Willst du mal hier jetzt ein dickes Gewehr haben? Mit einer ordentlichen Mündung? Da bietet schon mal einer wenigstens eine Schätzung. 35. Oh, komm. 32,5. Oh. 26,5. Nee, ganz ehrlich, da machen wir keine Deals mit so einem Scheiß. Gewöhnlich? Was bringt der mir hier für einen Müll um die Ecke?
ist ja schon, es grenzt ja schon an pervers. Nee, also so läuft das hier auch nicht, Leute. Schätzung liegt hier bei 138. Ich mach mal 180. Oh, endlich mal ein Deal gemacht hier. So. Ah, lass uns verhandeln. Klar, alte gammelige Bücher sind immer gut, wenn man so los wird. Hä? 40k, 38k, 39,5. Jawohl. So. Dann lass uns mal sehen. Hier, das Gerät willst du haben, ne? Das ist natürlich gut, aber du bietest mir nicht genug Geld. Vielleicht 80.000 und dein Heizahn. 69 ist, ja, ne, wissen wir alle. Es ist authentisch, der neu geschätzte Wert liegt bei 174k, Junge. Das ist ja der Wahnsinn, das ist ja der Wahnsinn. Aber hier kann man vielleicht noch was entdecken. Oh, ich hoffe, das holt er nicht ab. Das wäre mega gut. Ja, komm. Vielleicht. Vielleicht nehme ich es dir ab. Puh, ja, würde ich vielleicht nehmen. Würde ich vielleicht nehmen. Da wollte mich aber wieder einer über den Tisch ziehen. Okay. Was? Ich weiß, die Leute sagen jetzt, ey, stell mal Gehirnwäsche ein und so. Hey Leute, das braucht keiner. Das braucht keiner. Man macht ja einfach so lange Deals, bis die Deals über den Tisch rutschen. Und wer es nicht haben will, der kriegt es halt nicht. Kein Interesse, lass mal sehen. Der goldene Dolch. Nee, auch kein Interesse, um ehrlich zu sein. Lass uns verhandeln und gib mir gefälligst Geld. Und lasst es doch nicht hier für so billige Scheißpreise über den Tisch gehen. Ich will die 10 Millionen, aber das dauert noch. Bei solchen Leuten. 250, 225, 215. Okay, es ist authentisch. Okay, sehr gut. Deutscher Bierkrug ist beendet. Sehr gut. Sehr gut. Keine Ahnung, check mal das Ding hier noch. Oh, ich würde das so gern haben. Ich habe keinen Anhaltspunkt. Wie viel willst du haben? Nee. Ah, es hätte natürlich jetzt sein können, dass das wieder irgendwie das seltene Buch, der weiß ich nicht, ist, ne? Nee. Kein Interesse an diesem Ding. Der Bierkrug, ja, der kann raus, ne? Der kann raus. Oh, und das ist mal ein Preis hier. Das ist mal ein Preis. Ne? So, zack. 47,5. 48 holen wir noch raus. $500 mehr. 1000 mal $500 mehr sind 500.000 mal Dollar mehr. $79, komm, Junge. 75. 69. Ah, 55. Schätzung. Nein. Ich habe Unterschätzungsverkaufsverbot. Okay, okay, das sieht gut aus. Schöne Truhe. Legendär. Wir brauchen legendäre Sachen, um legendäre Handel abzuschließen. 168. Ja. Kein Interesse. Okay, können wir verhandeln. Was willst du? Was willst du zahlen, Pflasternase? Ja, 23,5. Nee, läuft leider nicht. 21,5. Großartig. Raus damit. Und hier haben wir ein wunderschönes Buch. Was willst du bezahlen? Du willst bei 152. Ich habe gezahlt 188. Deswegen will ich mindestens 225. Boah, was, ey? Komm. 166. Nein, auf gar keinen Fall. Ich krieg das noch. Ich habe zu viel Geld dafür ausgegeben. Oh. Leihgebühren Zinsen 876.000. Oh nein, der Gegenstand wurde zurückgekauft. Das ist noch ein Tag in der Mache hier. Haben wir hier irgendwas, wo noch nicht geschätzt ist? Hier die Truhe nochmal genauer untersuchen, bitte.
So, willkommen. 260k. Hier ist auch nochmal eine Truhe drin. In der Truhe liegt die Ruhe. Okay. Ah, oh, schön, aber der ist schlecht, den müssen wir mal die Beine schrubben. Ah, Augenblick, ich hab hier ein Kabelproblem. Ist immer blöd, wenn einem das Kabel irgendwie an einer fiesen Stelle am Oberschenkel hängt und dann versucht man irgendwie aufzustehen und was hat man dann davon? Mach mal hier den Clip wieder fest. Ich habe hier so einen Clip, aber der klippt nicht richtig. Das ist blöd, wenn man, ne, es ist kein Qualitätsclip. Ey, was los? Ach nee, wieso wird es mehr kosten? Glückspilz. Ja. Huawawiwa. Auawiwa. Das wird guter Handel. 53k. Ich zahle 68. Und Bruder Bilov nimmt Angebot. Ha, er wird verrückt in sein Käfig. Okay, du willst eine Figur? Schau auf die Uhr. Du willst 7,9 bieten? F-Rob. Kriegst du nicht. 13,6. Findest du nicht fair? Weißt du, was nicht fair ist? Auf dieser Welt zu sein, ist nicht fair. Du kannst in einem Universum, was auf grundsätzlichen Zufällen basiert, kannst du nicht von Fairness ausgehen. Das ist ja Wahnsinn. Also, wer, ne? In einem zufallsbasierten Universum an Fairness denkt, der ist wahnsinnig. 560? Ja, voll raus damit. Gewinne, gewinne, gewinne. Yeah, lass uns verhandeln. Nimm mein Gegenstand. Ja! Kauft meine Gegenstände, sonst ist das Spiel zu Ende. Ich gehe raus ins Gelände und wasch mir im Bach die Hände. Yeah. Richtig guter Tag. Die Sonne scheint nicht. Und das ist das, was ich mag. Yeah, ihr schlendert durch den Park. Ja, komm. Nimm mit, Alter. Ich hab voll die Reims auf dem Rhythmus, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Komm, 196, das ist, jawoll, endlich mal mit Gewinn verkauft den Apparillo. So muss es sein, Leute, so muss es sein. 15,2, 16, bla, Schnitzel, bla. Aha, schöne Nähmaschine. Eine Auktion verkaufen. Dann nehmen wir nochmal teil. Was haben wir denn hier für... Er ist nicht verfügbar, nicht verfügbar. Ich würde sagen, wir hauen das Ding einfach mal raus, ne? Es ist episch und das Startgebot ist hoch genug. Hey, Moment mal, das war aber jetzt irgendwie fernab jeder Schätzung. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Was wollen wir eigentlich machen? Ich bin gerade kurz aus dem Rhythmus gekommen. Na, nee. Also hier kann ich nicht gerade irgendwas Cooles machen? Nö. Okay, Laden kostet eh zu viel. Lass mal Zen. Lass uns verhandeln, bitte. Machen du mehr Geld in Taschen von Kreis. Sehr gut, sehr gut. Lass uns quasseln.
Pfandmarke hier, selten schlecht, kein Interesse. Mythisch. Der Experte ist sich nicht sicher. Oh, geil. Dann wird gleich erstmal geblippt. Es wird geblippt. 470? Dass man aber auch immer dieselben Gegenstände hat. So, oh, ich verkaufe das irgendwem. Er verkauft das in einem anderen Laden. Da kauft es dann wieder jemand und bringt es dann wieder zu mir. Ja. Oh, ich rufe die Polizei. Hol doch die Polizei. So, ja, ist authentisch, natürlich ist das authentisch. Ich kaufe nur authentische Sachen. Kaufe ich nichts anderes. Hier, das Ding, das lassen wir mal kurz prüfen hier. Nee. Brauche ich nicht sowas. Brauche ich nicht. So eklige alte Rotzwürfel. Was? Nein, Moment. Hier so. Manchmal klicke ich ein bisschen fehl. 126. Eine gammelige Sonnenbrille da. Da brauche ich nicht mal mehr gucken. Da bin ich schon viel zu Experte für. Oh, ich habe... Ja, gut, ich habe den alten Hühnerdeal nicht abgeschlossen. Aber bei der Preislage zurzeit bringt das auch nicht viel. Okay. Vielleicht können wir da mal... Vielleicht ist da ja irgendwas drin, was man braucht. Er ist nicht ganz zufrieden. Ne? Das könnte auch eine Fälschung sein. Es könnte alles gefälscht sein. Es ist alles gefälscht. Guter Zustand. Guter Zustand. Sehr guter Zustand. Was soll ich denn da noch restaurieren hier bei den Sachen? Der wird noch geprüft. Sancho L. Sancho. So, neuer Ruhm. Ja. So. Ich glaube, diese Investition musste jetzt einfach sein. Deswegen habe ich es knallhart durchgezogen. Moment, falsche Richtung. Du willst das ja haben. Wie wäre es mit 91? Wie wäre es mit 88? 81? Ja, komm, ist auch okay. Episch. Schlecht. Nee. Boah, du willst blechen, hä? Du willst blechen, okay. 500? Ah. 480, 45. Ja. Nimm auf jeden Fall mit. Kein Interesse. Kein Interesse. Pfand willst du geben? Pfand, ja. Ich habe keine Ahnung, was das wert ist. Legendär, sehr gut. Ja, komm. Wenn ich einen guten Preis kriege. Spinnenmann. Nee, kein Interesse am Spinnenmann. So, Unendlichkeitshandschuh beendet. Authentisch, sehr gut. Zwei Auktionsgegenstände. Alte goldene Uhr, legendär. Ja, da springen wir mal rein in die Auktion.
Aber so Knarren, da muss man immer gucken, ne? Das ist... Die verkaufen einem da manchmal auch so fiese Flinten, ne? Oh ja, oh ja. 152, okay. Vielleicht ist das irgendwie so ein Hamunaptra-Stein oder so, womit wir dann irgendwie so eine Götze erwecken können oder so. Ey, die alten Münzen hier, aber eine Fälschung, Polizei! Ulala! Malheru! Hallo, Magnetophon! Libre! Was? Hey. Ah, du willst blippen. Okay, wow, Leute. Money, money, money. Money talks, Alter. Jawoll. Da gibt uns Zinsen. Cool. Freunde, apropos Zinsen. Fangt an zu grinsen und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.